Gemeinde Lobgesang hören. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, sei mit euch. Eine heilige Frau, eine wunderbare Mutter feiern wir heute, die heilige Monika, Mutter des heiligen Augustinus. Sie hat es mit ihrem Gebet zu Wege gebracht, dass aus ihrem Sohn, der ein sehr ungeordnetes Leben führte, ein Heiliger wurde. Ein Priester und Bischof und dann auch Kirchenlehrer und ein Heiliger. Es muss uns immer wieder bewusst werden, wie stark das Gebet sein kann, wenn es echt ist und wenn es dauerhaft ist. Bei Gott ist nichts vergeblich, wenn es nur echt ist. Wir sollten uns hüten vor einem Geplapper, das will Gott nicht, hat uns Jesus gesagt. Ein Geplapper, das nur aus Worten besteht und das Herz nicht dabei ist. Wir wollen mit dem Herzen auch dabei sein, wenn wir jetzt die heilige Messe feiern. Es ist ja das Größte, was wir feiern können, das Größte zwischen Himmel und Erde, was uns da geschenkt wurde in der heiligen Messe. Bereiten wir uns vor. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast die Tränen der heiligen Monika geschaut. Du hast ihr Flehen erhört und ihrem Sohn Augustinus die Gnade der Bekehrung geschenkt. Gib uns auf die Fürsprache dieser heiligen Mutter und ihres Sohnes die Gnade, dass wir unsere Sünden bereuen und bei dir Verzeihung finden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Eine gute Frau, wohl ihrem Mann. Die Zahl seiner Jahre verdoppelt sich. Eine tüchtige Frau pflegt ihren Mann. So vollendet er seine Jahre in Frieden. Eine gute Frau ist ein guter Besitz. Er wird dem zuteil, der Gott fürchtet. Ob reich, ob arm, sein Herz ist guter Dinge, sein Gesicht jederzeit heiter. Die Anmut der Frau entzückt ihren Mann. Ihre Klugheit erfrischt seine Glieder. Eine Gottesgabe ist eine schweigsame Frau. Unzählbar ist eine Frau mit guter Erziehung. Anmut über Anmut ist eine schamhafte Frau. Kein Preis wiegt eine auf, die sich selbst beherrscht. Wie die Sonne aufstrahlt in den höchsten Höhen, so die Schönheit einer guten Frau als Schmuck ihres Hauses. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lobet den Herrn, der alles so herrlich regiert, der dich auf Adelers Fittichen sicher.
So spricht der Herr, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit ging Jesus in eine Stadt namens Nain. Seine Jünger und eine große Menschenmenge folgten ihm. Als er in die Nähe des Stadttors kam, trug man gerade einen Toten heraus. Es war der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr, weine nicht. Dann ging er zu der Bahre hin, fasste sie an. Die Träger blieben stehen und er sagte, ich befehle dir, junger Mann, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und begann zu sprechen und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle wurden von Furcht ergriffen. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Und die Kunde davon verbreitete sich überall in Judäa und im ganzen Gebiet ringsum. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, in dieser Erzählung des Evangeliums, wo Jesus einen Toten erweckt, da vermischen sich viele gute Dinge miteinander. Es war ja doch etwas Gutes, dass Jesus Mitleid hatte mit der Frau, der Witwe, die ihren einzigen Sohn verloren hatte. Mitleid, das ist das Erste und das können wir auch. Mitleid haben mit Menschen, denen es nicht gut geht. Mitleid haben dort, wo man helfen möchte, aber nicht helfen kann, aus verschiedenen Gründen. Mitleid haben ist eine gute Sache. Aber noch besser ist das, was Jesus getan hat und was er tun kann, nämlich auch Tote auferwecken. So vermischt sich da die Menschenliebe Jesu, der auf die traurige Mutter schaut, der Mitleid hat mit ihr. Und seine Göttlichkeit, dass er auch Herr über den Tod ist. Und einem Toten ganz einfach befehlen kann, steh auf. Und der Tote erhebt sich. Herr über den Tod ist Gott. Hier zeigt sich Jesus als Gott. Als Mensch zuerst, indem er Mitleid hat, als Gott dann in dem Befehl, steh auf. Herr über Leben und Tod, das ist nur Gott. Wir dürfen es nicht sein, auch wenn es manche meinen,
Wir müssen uns den Geboten Gottes fügen. Und da heißt es im 5. Gebot, du sollst nicht töten. Vor dem Leben Achtung haben. Was wird uns hier ans Herz gelegt? Vor allem Leben der Menschen. Ob es das Leben eines niedrigen Menschen ist, gibt es überhaupt niedrige? Denn Mensch ist Mensch, steht auf derselben Stufe, ob König oder Bettler. Und Gott ist Gott. Jesus ist beides. Er ist Mensch, weil er Mensch geworden ist. Und er ist Gott, weil er von Ewigkeit her schon Gott war, aber dann auch das Menschsein angenommen hat. So ist Jesus zugleich Mensch, zugleich Gott. Er selbst nennt sich gerne Menschensohn. Und da liegt alles drinnen, der Sohn Gottes und der Mensch, den er auch geworden ist. Und eine Menschenmutter hat er angenommen, Maria, und eine Frau, eine Mutter, die ihren Sohn verloren hatte, der hat er den Sohn wiedergegeben. Maria, die Mutter Jesu, hat ihn auch verloren, in ihren Sohn. Sie hat ihn sterben gesehen am Kreuz, aber sie hat ihn auch erlebt als der Auferstandene, als der Lebendige, als der, der seit Ewigkeit her lebt und herrscht. Er hat sich nur gezeigt für die ganze Menschheit, dass er die Menschen nicht nur geschaffen hat, sondern sie auch liebt und ihr hilft. Die ganze Menschheit ist von Gott geliebt. Und er hat uns den Auftrag gegeben, einander zu lieben, so wie wir uns selbst lieben. Und darüber hinaus Gott zu lieben über alles. Mit allen Kräften, die wir nur haben. Und das müssen wir uns immer wieder bemühen. Gottes Liebe und Nächstenliebe ist jeden Tag von uns erwartet und gefordert. Und es braucht immer wieder eine Mühe, dass wir diesem Gebot nachkommen, dass wir Gott über alles lieben und auch den Nächsten so wie uns selbst. Mit Monika schließen wir uns zusammen und wenden uns an den Herrn. Für die Mutterkirche, dass sie vielen Kindern in der Taufe ein unvergängliches Leben schenken darf. Christus Retter, höre uns. Christus Retter, höre uns. Für die Mütter, die in Sorge sind für das zeitliche und für das ewige Heil ihrer Kinder. Christus Retter, höre uns.
für die Kinder, die kein wahres Zuhause haben, um die sich niemand sorgt. Christus, Retter, höre uns. Für die Eltern, die ein Kind durch Krankheit oder Unfall verloren haben und sich nicht trösten können. Christus, Retter, höre uns. Die Messintention. Leopold Inreiter für verstorbene Gattin zum Sterbeandenken und für verstorbene Johanna Hübacht. Christus Retter, höre uns. Gott, deine Kraft ist täglich da. Du verlässt uns nicht. Sei gepriesen, heute und in Ewigkeit. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Bete, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Barmherziger Gott, nimm die Gaben an, die wir am Gedenktag der heiligen Monika dir weihen, die Opferfeier, an der wir teilhaben. Schenke uns die Gnade, durch gute Taten deine Liebe zu bezeugen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir laden sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Die Schar der Heiligen verkündet deine Größe, denn in der Krönung ihrer Verdienste krönst du das Werk deiner Gnade. Du schenkst uns in ihrem Leben ein Vorbild, auf ihre Fürsprache gewährst du uns Hilfe und gibst uns in ihrer Gemeinschaft das verheißene Erbe. Ihr Zeugnis verleiht uns die Kraft, im Kampf gegen das Böse zu siegen und mit ihnen die Krone der Herrlichkeit zu empfangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte, Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna.
gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen,
und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Wir wollen ihn bitten, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Geben wir auch einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich mein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
ein Monika-Lied haben wir nicht, singen wir ein Marienlied. Seite 44, wunderschön prächtige. Wunderschön prächtige, hohe und mächtige, lieber Freund, selige, himmlische Frau, der ich mich ewiglich weihe, Herz inniglich, Leib mir und Seele zu eigen vertrau. O du Getreue, zu dir voll Freude schauen wir hoffend und flehend hin. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, die heilige Speise schenke uns neue Kraft, damit wir nach dem Vorbild der heiligen Monika die Werke der Barmherzigkeit tun, die Unwissenden lehren, die Trauernden trösten, den Suchenden raten und allen Menschen auf dem Weg zu dir helfen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Habt einen gesegneten Tag, so geht hin in Frieden. Danke.